Also Natur ist schon was Geiles. Jo, ist es. Was haben wir denn da, Herr Müller? German Bratwurst. Ja, ich wäre auch auf Englisch. Carousels of memory spinning round inside of me. I've never felt quite what I feel with you. I remember you were born, heaven shook with holy roar. Oh, time stood still. His joy was breaking through. Hey Freunde, wir grüßen euch. Hallo. Wir starten zur Platzvorstellung des Camps Big in Kranjska-Gora. Oder besser gesagt in der Nähe von Kranjska-Gora. Ja. Jetzt gerade verschwindet mal die Sonne und wir haben extra die Sonnenbrillen rausgeholt, damit wir richtig cool aussehen für euch. Jetzt ist es auch etwas frischer. Jetzt ist es auch etwas frischer. Für manche, nicht ja. Für alle. Ja, wir stehen hier bei uns auf dem Platz gerade, auf dem Stellplatz. Und ich zeige euch nochmal die Aussicht von unserem Platz. Das sieht nämlich so aus und da sind wir schwer auf begeistert von der ganzen Geschichte. Ja. Wobei jetzt gerade mal ein paar Wolken sich vor die Sonne schieben. Das ist natürlich nicht so schön. Nein. Ja. Feste Stellplätze, Freunde, gibt es hier im Winter nicht. Das kann ich euch so schon mal vorneweg sagen. Wir hatten ja unseren Platz 65, war das, glaube ich. Der befindet sich da drüben. Ich zeige mal so grob. Da wäre der gewesen, aber das wäre zu viel Aufwand gewesen, um das Ganze freizuräumen und so. Und deswegen haben wir uns hier hingestellt. Und welcher Platz das hier ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Müssten wir jetzt selber nachgucken. Ja. Ja. Wir starten mit der Platzvorstellung vorne an der Rezeption und da gehen wir jetzt hin. Okay. Also Freunde. Hier sind wir jetzt in der Zufahrtsstraße vom Camp Big. Ich drehe mich gerade mal rum, dann zeige ich euch das Ganze. Und zwar ist da vorne ist die Hauptstraße, wo ihr von der Autobahn kommt, von Jesnitze. Und dann geht es da vorne, wo die Fahnen sind, da geht es dann rechts rein. Und dann könnt ihr hier vorne entweder rechts weiterfahren Richtung Hotel oder dann dementsprechend hier abbiegen. Und ihr kommt dann direkt hier hin, wo ich hier stehe. Ja, man sieht das brachial geile Alpenpanorama hinter mir, wobei es ja das Triglavgebirge ist. Es ist ja eigentlich gar nicht die Alpen, aber es ist wunderschön. Das kann man dazu sagen. Wenn ihr hier ja. angekommen seid, dann seht ihr hier auf der Seite die Rezeption, das Rezeptionsgebäude. Hier vorne auf der rechten Seite von euch gesehen, von mir auf der linken Seite, stellt ihr euch einfach hin und dann meldet euch da dementsprechend an. Und wie ich es schon am Anfang bei der Anreise gesagt habe, von November bis März ist es, glaube ich, wir gucken aber gleich nochmal, müsst ihr euch drüben im Hotel anmelden. Da sind Schlüssel und die Keycard hinterlegt. So, wir gehen mal zur Rezeption. Ja, also ihr kommt hier an, dann geht er dementsprechend die Treppenstufen hoch, wie sie es natürlich gehört. Also ihr kommt hier an, dann geht er hoch zur Rezeption und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Check-in at Camp Big, November till March at Hotels Big, Rezeption 200 Meter. Dann geht er hier von der Rezeption
einfach geradeaus durch, das zeige ich euch dann auch nochmal separat, Richtung Rezeption vom Hotel, so wie es bei uns war. Wir haben uns auch erst erschrocken, dass keiner da gewesen ist, und dann erst lesen, dann aufregen. Ja, der Besitzer von dem Campingplatz, Funskerl, muss ich echt sagen, also wir haben uns hier mega wohl gefühlt und ganz ehrlich gesagt, die 3 Sterne nach slowenischem Standard, die sie hier haben, die haben sie mehr als verdient. Ja, ansonsten ist noch eine Telefonnummer hinterlegt, wo ihr ihn erreichen könnt, ganz täglich, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Aber wie gesagt, außer dass die Gasflasche mal leer gegangen ist, habe ich bis jetzt hier kein Problem gehabt. Ja, weiter geht's hier vorne neben dem Rezeptionsgebäude. Befindet sich der Lageplan. So, also wir befinden uns jetzt hier in dem Bereich, wo der Plan, der Lageplan dementsprechend ist. Ihr seht, also wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, dann stehen wir jetzt im Moment so in dem Bereich 51, 52. Hier wäre der 65 gewesen, wo wir eigentlich gern gehabt hätten. Aber wie gesagt, wir sind da auch super zufrieden. Überall ist angegeben, wo ihr euch Strom zapfen könnt. Es ist angegeben, wo Wasser zu entnehmen ist. Natürlich im Sommer, jetzt im Winter ist natürlich die Außenwasseranlage aus. Und ihr seht hier schon, es gibt 2 Sanitärgebäude. Einmal hier das kleine, was im Winter geöffnet ist. Und hier das neuere, das größere, das nur im Sommer geöffnet ist. Aber ich habe extra für euch den Schlüssel organisiert. Und auch das gucken wir uns im Ganzen an. Dann habt ihr hier bei dem Toilettenhäuschen, bei dem Haupttoilettenhäuschen, habt ihr einen großen Wohnmobilstellplatz, der nur für Wohnmobile genutzt wird. Da hinten ist noch eine Bar, die gucken wir uns auch gleich noch an. Ja, und insgesamt, wie viele Plätze sie haben, haue ich euch unten noch mal in die Videobeschreibung rein. Gut, wir gehen weiter. Wenn er hier vor der Schranke steht, da ist das Rezeptionsgebäude, wie gesagt. Wenn er vor der Schranke links abbiegt, habt ihr da in dem Gebäude, wo auch die Toilette drin ist, das Toilettenhäuschen 2, den Minimarket. Und in dem Minimarket, da bekommt ihr wirklich alles. Die Preise, finde ich, sind auch sehr human. Man kann Brötchen holen, man kann Brot holen, man kann die täglichen oder den täglichen Bedarf da komplett bekommen. Und was man auch bekommt, Gas. Ihr bekommt 10 Kilo Gasflaschen oder die 5 Kilo Gasflaschen. Wir haben bezahlt für die 10 Kilo Gasflasche insgesamt 41,20 Euro, wo ihr aber dementsprechend, wenn ihr die Flasche zurückgebt, 10 Euro zurückbekommt. Also kostet euch 10 Kilo Gas, Stand jetzt, 31,20 Euro. Und der Anschluss passt. Ihr braucht keinen Adapter. Also deutscher Anschluss, Wohnwagen oder Wohnmobil passt einwandfrei. Gut, da müssen wir, glaube ich, nicht hingehen. Wie ein Minimarket aussieht, wisst ihr, die Toilette und das zeigen wir uns euch dann noch. Gut, wenn ihr eingecheckt habt, dann bekommt ihr eine Keykarte, die habe ich jetzt im Auto leider. Da müsst ihr hier vorne an die Schranke einfach dran fahren. Hier ist ein Lesegerät. Einfach die Karte dran halten. Dann tut das Ganze von Rot auf Grün schalten und die Schranke öffnet dementsprechend automatisch. Beim Ausfahren einfach an die Schranke fahren, Schranke geht automatisch. Ja Leute, was wir gerade entdeckt haben, ihr könnt auch hier Slowenisch lernen. Und zwar hier haben sie euch die gängigsten Wörter oder Sätze aufgeschrieben, damit ihr euch einigermaßen verständigen könnt. Aber ich muss sagen, es sprechen hier wirklich sehr viele Deutsch oder halt auch Englisch und damit kommt man, glaube ich, ganz gut über die Runden. Also wir hatten bis jetzt noch kein Problem, uns irgendwie zu verständigen. Nein, definitiv nicht. Ja. So, Freunde, wir gehen mal weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt vorm Rezeptionsgebäude. Muss ich euch gleich darauf hinweisen, also im Winter auf jeden Fall, ist es eine Sackgasse. Also ihr könnt da hinten nicht irgendwie mit dem Hund weiterlaufen, wie das im Sommer aussieht. Ist eine andere Geschichte. Ja. Aber was ich euch zeigen wollte, ist Folgendes. Dass ihr, wenn ihr hier rausgefahren seid links
und gleich dann wieder die nächste links ist die Fähr- und Entsorgung für Wohnmobile oder natürlich auch für Wohnwegen, ist ja vollkommen klar. Ihr habt da Grauwasserablass, ihr habt Chemietoilette, die ihr reinigen könnt und ihr könnt dementsprechend da auch Frischwasser auffüllen und ihr könnt sogar euer Auto hier waschen. Ne? Also das ist alles möglich. Und immer wieder diese brachial geile Aussicht auf die Berge. Der absolute Wahnsinn. I wanna take you back, but I can't. I wanna leave you behind, but I can't. It's not easy to love you, darling. It's not easy to love you, darling. I should leave you in the moment. I should tell you all the problems. It's not easy to love you, baby. It's not easy to love you, baby. So, Freunde. Wie gesagt, hier ist die Damentoilette und die Dusche. Da ich ja weiß, dass die nicht benutzt wird, hoffe ich zumindest jetzt. So, hier sind wir jetzt in der Damentoilette. Sehr geräumig. Wir haben uns schon immer die Frage gestellt, wenn der Platz mal richtig voll ist, wo sollen die ganzen Leute hin? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt hier das erste Mal drin. Absolut ausreichend vom Platz. Ne? Wenn ihr hier rechts reinkommt, habt ihr hier gleich zwei Waschbecken. Hier sind die Toiletten, die natürlich im Moment ungenutzt sind. Da habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 auf jeder Seite. Also sprich 10 Kabinen. Ne? Sind es 10? Ja. 1, 2, 3, 4, nein, 9 Kabinen sind es. Ne? Vollkommen ausreichend. Ja, zwei Waschbecken, Handtrockengerät, sieht natürlich jetzt auch alles sauber aus, muss man ganz klar sagen. Hier nochmal 6 Waschmöglichkeiten und hier ist die Technik dahinter, da haben wir nichts drin zu suchen. Ja, gut, dann geht's weiter zu den Duschen. Völlig zweckmäßig und ausreichend groß genug und in dem Falle wie jetzt definitiv sauber. Nur leider mit Druckknopf. Ja, das ist so eine Geschichte, die gibt es halt manchmal. Ja. Im Endeffekt habt ihr aber hier Hinweise, zum Beispiel, na, wie viel Wasser ihr verbraucht, wenn ihr so und so lange duscht. Und dieser Druckknopf ist halt im Endeffekt da, muss man ganz ehrlich sagen, um Wasser zu sparen. Ne, es gibt halt viele Leute, die da drauf, ja was heißt viele Leute, manche achten halt vielleicht nicht darauf, lassen das Wasser die ganze Zeit laufen und Wasser ist halt eine Ressource auf unserem Planeten, wo man denkt, die ist zwar ausreichend da, aber man kann ja trotzdem ein bisschen sparen. Ne? Gut, das dazu. Jetzt gehen wir weiter zu den Männleins. Hier eine Tür weiter, WC der Herren, ist auch offen, frage mich, wofür ich den Schlüssel geholt habe. So, hier geht's rein, genau dasselbe, hier haben wir jetzt 7 Waschbecken zum Wäschen und wenn wir hier geradeaus durchlaufen, kommen wir zu den Männerduschen. Ich muss auch immer etwas Fragen gucken, weil ich war ja hier noch nicht drin. Hier sind jetzt die Männerduschen angebracht. Habt ihr jetzt 1, 2, 4 Stück. Ne, sehen identisch aus wie die Damenduschen. Und ich kann es nochmal sagen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sauber. Desinfektionsmöglichkeiten mittlerweile gang und gäbe. Hier sind natürlich bei den Männern dann auch Pissoirs angebracht. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus 7 Toiletten, die abzusperren sind. Auch hier ein kleineres Pissoir für die kleinen Jungs unter euch, ne? Sprich für die Kinder. Schöne Sache. Wie gesagt, mir gefällt das richtig gut. Schatz, was dir auch gut gefallen hat, ist das hier, gell? Ja, das finde ich sehr schön. Ja. Das ist sehr sowas für eine Rückwand, irgendwie im Bad oder sowas, ja. Finde ich nicht schlecht, wenn es passt. Ja.
Na, gut, gehen wir mal weiter. So, was er denn hier oben im oberen Bereich findet, ist die Toilette für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ausreichend groß, mit Haltegriffen, mit Nothebel, hätte ich fast gesagt. Wie heißt es denn? Ja, Notruf. Der Notruf. Sitzgelegenheit. Für die Dusche. Ausreichend Haltegriffe links und rechts von der Toilette. Und wie gesagt, hier ist dementsprechend der Notruf, falls irgendwas passiert ist. Ja, wir können da nicht mitreden, aber ich denke, Peter, ausreichend, oder? Finde ich schon. Gut, weiter geht's. So, weiter geht's zur Spülküche. Weiter geht's zur Spülküche. Oh, die ist aber groß. Auch die ist ja riesig. Da habt ihr hier vorne gleich im Eingangsbereich mit Münzeinwurf zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Ziemlich neuwertig, so wie das Ganze aussieht. Habt ihr drüben in dem anderen Gebäude übrigens auch jeweils eins, also ein Trockner und eine Waschmaschine. Bedienungsanleitung, was ihr machen müsst, ist angegeben. So, dann habt ihr hier vorne nach den Waschmaschinen habt ihr 5 Waschbecken, wo ihr dementsprechend eure Wäsche waschen könnt. Extra hier mit diesem, wie man es früher von der Oma noch kennt, mit dem Waschbrett, ne, könnt ihr das hier separat waschen. Da habt ihr, wie gesagt, 5 Möglichkeiten. Wenn man hier hinten dann um die Ecke rumgeht, habt ihr die Möglichkeit, ich denke mal, das wird ein Froster sein, oder Schatz? Ja, Freezing. Ja. Habt ihr Schließfächer drin? Das könnt ihr für 3 Euro am Tag nutzen. Wer es braucht, wir brauchen es nicht. Wir haben unseren eigenen Froster dabei. Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, das könnt ihr hier mieten und dann habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spülwaschbecken, ausreichend groß und ich finde es cool, muss ich echt sagen. Doch, ne? Es ist wirklich schön auch, wie gesagt, von wie es hergerichtet ist, vom Dekor und definitiv. Ja, alles sauber. Und vor allen Dingen hier auch nochmal der Appell an alle, man kann es nicht oft genug sagen, wie oft kommt man in die Spülküche, das ist ein schweres Wort, Küche. Wie oft kommt man in die Spülküche und findet noch Restbestände des Vorgängers? Leute, macht die Dinger einfach sauber. Daheim müsst ihr es auch machen. Genau. Dann kann man sich beim Camping dementsprechend weniger aufregen. So, hier habt ihr sogar die Möglichkeit, Essensreste mit dieser großen Öffnung direkt die Essensreste zu entsorgen. Macht das, ist eine coole Geschichte. So, wir gehen weiter. Ist der Zugang einfach nur ein Flur, wo ihr durchlaufen könnt, weil die Mülltonnen, die befinden sich auf der anderen Seite, könnt aber natürlich auch außen rum laufen. Weiter geht's. Wir haben hier eine Familientoilette. Ne? Das ist ja wohl mal mega. Ja, alles, was das Kinderherz begehrt. Ja. Ja, eine kleine Badewanne für die Kleinsten mit Windelablage, Windeleimer. Auch ganz süß mit diesen Applikationen an der Wand. Die kleine Dusche da. Ja, Leute, was ihr hier neben dem Sanitärgebäude auch habt, ist der Spielplatz, der ganz cool aufgebaut ist, finde ich. Da ist so ein kleiner Kletterparcours, der auch nicht sonderlich hoch ist. Das wäre also auch was für mich, weil ich nämlich ein bisschen Höhenangst habe. Könnt ihr schön hier entlang mit euren Kiddies
Geht eigentlich hier um den ganzen Bereich rum. Da ist auch schön mit Netz. Da ist auch auf Sicherheit bedacht. Kleines Kletterhäuschen mit Rutsche. Ja, hier seht ihr eben den Kletterparcours, der sich hier eigentlich durch die ganzen Bäume rumwindet. Schön mit Gitter auch. Hier auch was zum Klettern. Also ich finde, es ist eigentlich ganz süß gemacht für die Kiddies. Jetzt im Winter halt nicht so, aber ich denke im Sommer oder Frühjahr auf jeden Fall. Kann man Winterklettering machen? Ja, Hunde dürft ihr natürlich nicht mit hierher bringen, das ist ja klar. Und Kinder 0 bis 4 Jahren sollten halt wahrscheinlich auch eher Abstand davon halten, ist zumindest so angezeigt. Wie gesagt, hier hinten, weiß nicht, ob ihr es seht, ob mein Mann da mal hinfilmen kann. Dieses kleine Häuschen mit einer kleinen Rutsche, da können die Kiddies dann auch ein bisschen spielen. Huch, man sinkt hier ganz schön ein. Es ist halt Winter, ne? Huch. Deswegen, aber was auch cool ist, ihr habt hier auch wie so, wie sagt man, Slacklines oder wie die heißen. Ja, aber ich denke eher, dass du dich hier so... Ja, mach doch mal vor, Schatz. Oh, ja, sicher. Na, wie heißt denn so eine Seilbahn, wo du dich festhältst? Ja, da hängst doch. Ja, oder wo du dich draufsetzt genau. Und dann lässt du dich von rechts nach links. Genau. Ne? Das habt ihr hier einmal, da vorne habe ich es auch noch mal gesehen. Ja. Wie gesagt, also für die Kiddies ist hier auf jeden Fall was gemacht. Ne? Also das finde ich echt süß, weil das hier komplett den ganzen Kreis hier rumgeht. Können sich austoben. Und was hier bestimmt im Sommer auch ist, das sieht man jetzt vielleicht nicht. Ich denke mal, dass hier auch bestimmt die Möglichkeit ist, im Sand zu spielen oder sonst ja, irgendwas. Ja, garantiert ist hier auch ein Sandkasten oder so. Aber das können wir jetzt schlecht aus. Ist jetzt halt alles weg. Graben. Ja. Ja. So, gehen wir mal weiter. Ja, Leute, hier befinden wir uns jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz. Es sind 8 Plätze. 1, 2, 3 hier drüben. Und hier auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Genau. Das ist in der Mitte jeweils eine Hecke oder, ja, wie sagt man, ich wollte schon Büsche sagen, ist es aber nicht. Nö, ist eine ja, Hecke, so heckenähnliches Gestrüpp. Ja. Ja. Und dann wacht ihr morgen früh auf und macht euch raus und dann seht ihr das. Habt ihr die tolle Aussicht. Dann habt ihr die mega Aussicht, die uns super gefallen hat. Das Einzige, ihr habt vielleicht... ein bisschen Kindergeschrei dann im Rücken. Ja. Wenn die schon relativ früh auf dem Spielplatz sind und ihr schön gemütlich beim Frühstück sitzt und naja. Ja, aber da kann man ja mal schnell rausgucken und kann mal Hallo sagen. Genau. Oder? So würde ich das machen. Jetzt haben wir einen Hund wieder dabei. Ja, ist auch ein Ratten. Den alten Ratter. Ja. Ja, und was wir jetzt noch mal zeigen, ich habe jetzt schon mal gerade so einen kleinen Rundumblick gemacht. Vorhin habe ich euch ja den Plan gezeigt. Ihr steht hier echt sehr idyllisch. Idyllisch, ja, idyllisch. Genau. Rechts und links von Bergen und Wäldern umrahmt. Ja. Wie gesagt, im Winter sehr schön, wenn Schnee liegt. Ich denke, im Sommer genauso schön, wenn die Bäume dann grün tragen. Ja. Es wird halt voll sein hier, denke ich mal. Glaube ich auch, ja. Es wird halt wirklich voll sein, weil das wirklich, also ich finde den Platz wunderschön. Ne? Also ich finde es, ich bin so glücklich darüber, dass wir den gefunden haben. die Schwiegereltern waren ja auch schon mal hier und cool, ich finde es einfach cool. Und du hast halt auch wirklich viele Freizeitmöglichkeiten, also im Winter halt Skifahren, Rodeln, Langlauf. Von mir aus auch in den Bergen rumkraxeln, wer es mag. Ihr könnt drüben im Hotel zum Beispiel mit dieser Karte, was ich euch vorhin gesagt habe, wo ihr auch die Schranke mit öffnet, jede Aktivität, die ihr drüben im Hotel macht, kriegt ihr 10% drauf. Ja. Na? Genau. Wir Idioten haben es leider vergessen. Und haben dann für diesen schönen Wellnessabend, die 3 Stunden, die wir da gemacht haben, haben wir halt anstatt 90 Euro 100 Euro bezahlt. Naja. War halt so. Ist in Ordnung. Spaßkost. Ja. Hier ist also die Bar drin. Mal sehen, ob man das filmen kann. So ein bisschen. Oh, schön. Da gibt es Getränke. Und ich glaube, er hat gesagt, wenn mich nicht alles täuscht,
keine Snacks. Also ihr könnt nur vielleicht Kaffee und Kuchen oder so. Ja, das kann sein. Ne? Ja. Ja, und ihr könnt eure Kreditkarte glühen lassen. Weil hier ist nämlich Mastercard und Visa. Verrückt. Ja, und Discover und Diners Club. Also Leute, ihr könnt euch hier volllaufen lassen, bis die Kreditkarte glüht. Geil. Ja. Und dann zurück zu eurem Wohnmobil oder Wohnwagen wanken. Wahrscheinlich, ja. Rezeption im Winter, wie gesagt, wird, wenn ihr von der Rezeption reinfahrt, nur auf der linken Seite die ersten beiden Einfahrten, die werden geräumt, so dass ihr dementsprechend vernünftig Platz habt. Ja, wir stehen in der zweiten Einfahrt. Hier, gucken wir. Hier taut gerade was auf. Ah. Ne? Da sind die Zahlen, okay. Da sind die Zahlen auf der Erde eingelassen, ja, wo man dementsprechend weiß, ob man richtig steht oder nicht. Ne? Wir hatten ja da auch schon mal so ein, zwei Probleme. Ja, hier ist unser Domizil. Hier stehen wir so rum, diddeldum. Ich glaube, wir stehen auch auf zwei Plätzen. Ja, gut, das macht ja nichts. Wurde uns ja so zugewiesen. Ja. Ne? Dann können wir direkt hier vom Wohnwagen so quer rüberlaufen. Da kann ich euch dann auch mal das Stromkästchen zeigen. Stromkasten, ne, insgesamt 8 Anschlüsse, die ihr nutzen könnt. Das Coole finde ich, dass ihr hier unten durch dementsprechend das Kabel legen könnt, dass man das auch verschließen kann, dass da keiner an eurem Dings rummacht, Anschluss. Und da ist dementsprechend die Absicherung. So, so sehen die aus. Wie auf jedem gängigen Campingplatz. So, wir gehen weiter zum Sanitärgebäude Nummer 2. Ja. So Leute, jetzt sind wir auf dem Weg zum zweiten Sanitärgebäude, das sich direkt vor mir befindet. Gleich hier, was ihr sehen könnt, sind die Mülltonnen. Genauso wie auf der anderen Seite, also beim ersten Sanitärgebäude. Glas, Plastik, Papier und Restmüll. Also Restmüll ist grüner Deckel. Ja, ne? Genau. Gelb ist hier wie bei uns genau dasselbe, Plastikdosen. Grün mit Löchern im Deckel, Glas. Und blau wie bei uns zu Hause, Papier. Genau. So, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier draußen jetzt auch gleich zwei Waschbecken ohne Hähne. Ich weiß nicht, ob die im Sommer rankommen, keine Ahnung. Aber da könntet ihr halt auch Geschirr spülen. Momentan nicht. Ist, glaube ich, auch nicht so angenehm, bei Minusgraden draußen Geschirr zu spülen. Das geht nicht. So, hier haben wir die Chemietoilette. Wo ist er? Genau. Kann man Männlein mal reinfilmen. Jo, gängige Toilette, ne? Genauso wie drüben mit Brause. Was ich immer cool finde, sind diese langen Wasserhähne, dass man auch vernünftig spülen kann. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Frischwasser noch zu zapfen. Wobei, das ist immer so eine Geschichte, aber die Experten unter euch wissen ja Bescheid. Also ich würde dementsprechend bei Frischwasser immer meinen eigenen Schlauch nehmen. Immer. Ne? Dann habt ihr die Möglichkeit, euch nach dem Reinigen die Hände noch zu waschen. Ausreichend Seife und Papiertücher sind immer da. Wichtig. So, hier sind wir jetzt eben im Zugang zum zweiten Sanitärhäuschen. Bitte sauber halten und nach Gebrauch immer abschließen. Jeder hat ja seinen eigenen Schlüssel, den bekommt er ja entweder in der Rezeption oder halt im Winter im Hotel. Vom Design her eigentlich genauso wie im ersten Sanitärhäuschen, hier schön mit Stein die Wände. Wenn wir hier weitergehen, haben wir gleich die Spülküche. 2 Stück. Hier auch wieder mit Bioabfallentsorgung. Und was ich ganz cool finde, Schwenkermann bitte, ist eine Handyladestation.
Wie es jetzt genau funktioniert, kann ich nicht sagen, aber das steht genau hier. Müsst ihr halt irgendeinen Code eingeben und ja, dann könnt ihr euer Handy laden. Geil. Und Notebook. Ah ja, genau. Und Notebook. Oder Tablet. Ja, und hier drin sind halt die entsprechenden Kabel, die ihr halt dann so braucht. Hier auch. Genau. Und ja, wie es funktioniert, steht ja, das steht drauf, hier drauf. Da steht es auf Slowenisch, Englisch, auf Englisch und auf Deutsch, Deutsch und sogar auf Italienisch, so wie es ausschaut. Genau. Ja. Ja, genau. So, dann haben wir hier die Damentoilette und Dusche. Ich muss sagen, für den Winter wirklich ausreichend, weil es sind jetzt nur zwei Toiletten und auch zwei Duschen, aber es ist hier wirklich nichts los, deswegen passt es soweit. Oder sind sogar drei Toiletten, Entschuldigung. Genau, ja. Vom Aufbau und Design genauso wie drüben, also nichts anderes und wirklich alles sehr sauber. Und hier auch die Duschen wie drüben. Ja. Und was ich hier gerade sehe, falls ihr euren Föhn vergessen habt, könnt ihr den sogar an der Rezeption ausleihen. You can rent hair dryer at the reception desk. Oh, what an amazing show. Ja. Hier haben wir dann vier Waschbecken, nee, fünf, nee, vier. Vier Waschbecken, genau. Alles schön abgetrennt, finde ich ganz süß. Was wir dann hier haben, ist Wäscheraum. Weiß ich, ob das Licht angeht. Ja, genau. Wäscheraum hier auch wieder mit Waschbrett. Und hier natürlich auch Wäschetrockner und Waschmaschine mit Dünseinwurf. Ich denke, dass ihr das an der Rezeption alles erhalten könnt. Und kein Geschirr spülen. Nein. Und ja, Wäscheständer. Genau. So, dann gucken wir weiter. Ja. So, dann haben wir hier die Toilette und die Dusche für die Herren. Genauso ausgestattet wie für die Damen. Hier wieder mit Pissoir. Zwei Stück. Auch wieder zwei Toiletten. Und auch zwei Duschen. Also genauso wie bei den Damen. Da gibt es keinen Unterschied. So, Freunde, das war das Sanitärgebäude Numero 2. Und jetzt, meine liebreizende Frau geht schon mal vor, nämlich... Wenn ihr jetzt hier rumlauft, kommt ihr zu dem Minimarket. Genau, also hier das Gebäude ist der Minimarket und es hat euch ja mein Mann schon vorhin erklärt, dass ihr da alles so zum täglichen Gebrauch findet. Zu, ja, okay Preisen. Es ist okay, man kann es bezahlen. Jo, geöffnet hat das Ding die ganze Woche von 7 bis 19 Uhr. Und am Sonntag war das, gell? Ja. Am Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Genau. So, und hier neben dem Markt findet ihr auch die Gasstation, wo ihr die Flaschen euch besorgen könnt. Im Markt allerdings. Ne? Hier sind die 10 Kilo Flaschen drin. Ja, 10 Kilo Flaschen, 6 Kilo Flaschen. Was haben wir hier noch? Hier ist vielleicht das. Nee, das sind volle Flaschen. Ne? Ja, das hier ist der Parkplatz vom Minimarket. Und genau gegenüber ist dann wieder die Rezeption und das Sanitärgebäude Nummer 1. Korrekt. So Leute, unseren Rundgang über den Campingplatz Camp Spick haben wir beendet und hier jetzt unser endgültiges Fazit. Geil. Also ich muss sagen, wir sagen euch ja immer die Wahrheit. Also wir spielen euch ja nichts vor oder sonst irgendwas. Wir waren im Herbst hier, wir waren jetzt im Winter hier und wir werden mit Sicherheit irgendwann nochmal vorbeikommen. Definitiv. Im Sommer. Im Sommer. Ne? Uns gefällt das hier wirklich gut. Die Örtlichkeit ist bombastisch. Wie gesagt, wir haben es euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Dieses Panorama im Hintergrund, brachial geil. Ja, ja, wunderschön. Also die Gegend hier ist wirklich wunderschön.
schöne Berge, man kann sehr viel machen, sehr viel Ausflugsmöglichkeiten, sehr viel Sportmöglichkeiten, ja. Ob es jetzt im Winter oder im Sommer ist. Also ich glaube, da findet sich für jeden irgendwas. Definitiv, ja. Wie gesagt, was hier im Sommer los ist oder was hier für Highlife oder sonst irgendwas, das können wir euch nicht sagen. Das tun wir auch dementsprechend nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Vielleicht ja. War ja schon jemand von euch da und kann es in die Kommentare schreiben, wie es ist. Wir sind begeistert. Wir sind zufrieden, aber die Steffi hat auch so eine Kleinigkeit, was ihr ein bisschen negativ aufstößt. Ja, also negativ aufstoßen, ich muss ganz ehrlich sagen, die Axi-Card kann man hier auf dem Campingplatz benutzen, in bestimmten Monaten aber nur. Das ist irgendwann im Frühjahr, ich glaube April bis Juni oder Mai und dann nochmal im Herbst. Irgendwie September, Oktober. Genau. Und dann muss man halt den vollen Preis bezahlen. Der ist nicht so ganz billig, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was mir auch ein bisschen aufgestoßen ist, ist der Preis, den man hier für Strom bezahlt. Und zwar sind das ganze 5 Euro am Tag. Ja. Und ich finde es schon ein bisschen viel. Ich verstehe, dass alles teurer geworden ist, aber ich glaube nicht, dass ich am Tag 5 Euro Strom verbrauche. Nein. Das ist halt leider so. Definitiv nicht. Also ich denke mal, der Weg, der auf anderen Campingplätzen gegangen wird, wo man zum Beispiel sagt, man hat 4 Kilowattstunden am Tag zur Verfügung, liest seinen Stromzähler ab und dann tut man wirklich nur das bezahlen, was man verbraucht hat, was drüber hinausgeht. Ich denke, das wäre ein bisschen die fairere Variante, ganz ehrlich gesagt. Ansonsten, der Hund kostet, glaube ich, auch. Der Hund kostet 4,50 Euro oder 4,95 Euro, irgendwie so. Okay, das habe ich auf anderen Campingplätzen auch schon mal teurer erlebt. Aber wie gesagt, jetzt ohne die Axi-Card zahlt man hier schon, ne, dann müsst ihr euch halt einfach mal in die Preisliste ein bisschen einlesen. Also es ist nicht der günstigste Platz. Also checkt das vorher auf jeden Fall ab, bevor ihr hier anreist. Ja, definitiv. Wie gesagt, für eine Nacht ist das auf die Durchreise nach Kroatien auf jeden Fall zu empfehlen, was das angeht in der Hauptsaison, wenn die Preise etwas höher sind. Ansonsten nutzt die Zeit, wo wirklich Axi-Card und Co. dementsprechend gültig sind. Ja. Also wie gesagt, nutzt auf jeden Fall diese Zeiträume aus in der Vor- und in der Nachsaison. Ja. Und dann könnt ihr hier definitiv auch längere Aufenthalte genießen. Ich glaube, der Preis für die Axi-Karte ist hier 22 Euro. 22 Euro, genau. Wie fast überall, sag ich mal, mit zwei Erwachsenen, einen Hund, Strom, inklusive. Wasser inklusive. Ja, genau. Da macht er nichts verkehrt. Nee. Ne? Die sollen zwar alle leben hier, das sollen auch auf den Campingplätzen ihr Geld verdienen, das ist unsere Meinung. Wenn das ein vernünftiger Campingplatz ist, der muss unterhalten werden, die Angestellten und so weiter, ist alles okay. Aber wie die Steffi schon gesagt hat, so 5 Euro mit Strom, es muss nicht unbedingt sein. Also das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten habe ich hier eigentlich jetzt nichts zu bemängeln. Nein. Es ist alles sauber, es war sehr ruhig. Gut, gegen Nachbarn, die vielleicht mal früh sich lautstark unterhalten, dagegen kann man nichts machen. Nee, die hat man aber auf jedem Campingplatz. Aber ansonsten ist es hier wirklich sehr ruhig gewesen. Ja, das ist es definitiv. Und einen Tipp können wir euch noch geben. Wir haben es zwar nicht getestet, aber wenn ihr ein Lokal sucht, wo ihr essen gehen wollt, dann könnt ihr im Endeffekt einfach hier rausgehen, Campingplatz raus, rechts, links, vorne an der Hauptstraße, nochmal rechts über den Fluss drüber und dann lauft ihr direkt auf ein Restaurant zu. Wie es ist, können wir euch nicht sagen. Es hängt auf jeden Fall hier vorne an der Rezeption Werbung davon. Ansonsten setzt euch in euer Auto, fahrt nach Kranjska-Gora direkt rein. Das sind wirklich sehr viele Restaurants, die wirklich sehr cool sind. Genau, ihr habt jede Menge Möglichkeiten für Ausflugsziele. Ihr seid schnell in Italien, ihr seid schnell in Österreich, Slowenien. Wie gesagt, wir haben uns auch ein paar Ortschaften und Städte angeguckt und das ist alles sehr schnell zu erreichen. Auf jeden Fall. Ne? Selbst Ljubljana sind 80 Kilometer von hier. Ja. Seid ihr in einer Stunde hingedüst und wir können definitiv sagen, fahr dahin. Ja, wunderschön. Also wunderschöne Stadt. Ja, ja, Freunde, das war unsere Platzvorstellung vom Camp Spic in der Nähe von Kranjska Gora, direkt hinter dem Karawankentunnel gelegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns ganz tierisch über ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar freuen. Natürlich auch über alle drei Sachen zusammen. Und wenn ihr unser Motto weiterhin mit uns leben wollt, das da lautet nix wie weg.
dann schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Seid mit uns unterwegs, seid gespannt auf die ganzen Reisen, die noch auf euch zukommen. Wir verabschieden uns von euch, hoffen, dass ihr gesund bleibt. Eure Möllis. Das sind mir zwei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.